Endspurt, noch 4 Tage. Heiligabend steht vor der Tür. Hektik und Stress sind vorprogrammiert. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, haben wir vielleicht gar keinen Bock, das alles mitzumachen. Es gibt so viele Verpflichtungen. Also sollten wir in jedem Fall eines tun. Es locker angehen. And I feel light for the very first time. Love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens say Na, Herr Pfarrer, wie viel Glühwein hatten Sie schon? Erst 2, aber ich habe im Büro schon vorgeglüht. Schmarrn, ich bin ja noch gar nicht dort. Das Telefon im Büro hat mich nicht früher rausgelassen. Ja, tut mir leid, dass ich so wenig unterstützen kann und das kurz vor Weihnachten. Ach, Frau Baumann, Sie haben gerade selber genug Sorgen. Wenn Sie auf dem Friedhof fertig sind, dann kommen Sie einfach nach, ja? Alles klar, dann sehen wir uns später, ja? Tschüss. Väter sind manchmal richtige Idioten. Ich hoffe, du kannst mir auch mal verzeihen. Und hätte ich heute noch mal eine Chance, ja, dann würde ich bestimmt vieles ganz anders machen. Ich auch. Oh, Vanillekipferl, Kokos und Haselnuss, Makrone, Zimtsterne, Rumwürfel, eine Glühweintorte. Im Frau Niedermeier, was ist denn das da ganz links? Aha, die meine Gwiesmei versunkene Weihnachtsmännertorte, gell? Sie, die müssen es unbedingt probieren. Der Teig ist nämlich mit gelber Ruhr. Oh, Karotten. Nein, das klingt mir zu gesund. Nein, vertrauen Sie mir, da werden Sie süchtig davon. Ich hab's vielleicht schon gesehen, Sie haben ja dieses Jahr auch Ihren eigenen Stand auf unserem Christkindlmarkt. Ja. Es gibt so viel Not in Ihrer Zeit, da haben wir uns was überlegt. Die Leute sollen einen Karton mit kleinen eigenen Überraschungen zusammenstellen, den können sie dann zu uns bringen und wir verpacken den schön. Weihnachtlich halt. Und Heiligabendvormittag, da können dann Kinder zwischen 2 und 15 können jetzt zu uns kommen und sich ein Geschenk abholen. Sie, da werde ich bestimmt auch was bringen, gell? Okay? Ach, Sie, Herr Pfarrer, wie geht's denn eigentlich der Frau Baumann? Seit dem Tod vom Herrn Steinmann habe ich es vielleicht gar nicht mehr gesehen. Ja, das ist ja gerade einmal 2 Monate her. Eine Tragödie. Der Adrian. Jetzt ist er ganz ohne Eltern. Da kümmert sich halt die Frau Baumann. Die 2 wohnen ja zusammen unter einem Dach. Ich weiß, was Trauer ist, Herr Pfarrer. Wie meine Mama gestorben ist, hat es mich vorher auch ganz schön erbröselt. Und ich bin im Gegensatz zu dem Buben ja schon erwachsen.